Es ist ein geringeres Übel, diejenigen auszugrenzen, die sich noch nicht impfen haben lassen. Es ist die richtige Zeit für die Erstimpfung oder die spätestmögliche Zeit für die Erstimpfung und die richtige Zeit für die Drittimpfung. Ich bin sehr froh, dass wir Demonstrationsfreiheit haben, dass wir das Recht dazu haben. Aber im Letzten wird uns nichts davon abhalten können, strengere Maßnahmen zu ergreifen. Es ist ein ungemütliches Leben, aber selbst Lockdown überlebt man. Wenn dieses Mittel notwendig war, dann war es das richtige Mittel. Der Papst ruft dazu auf, es ist eine moralische Christenpflicht, sich impfen zu lassen. Für die Gegner wird es hart bleiben. So, moin moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Jörg, Joggler 66, Stunde der Wahrheit. Heute lese ich den nächsten Teil der Impfquisition. Wir haben noch ein paar Seiten in dem Buch Medizinmystik von dem Herrn Eutmann zu gehen. Und ich fand das bis jetzt ein sehr interessantes Buch, vor allen Dingen die Verweisung auf die alte Frau, wie er oftmals beschreibt, aus Thessalien, die halt die Impfung aus dem vorderen Orient, Vorderasien nach Europa, vor allen Dingen in diesem Fall nach Deutschland gebracht hat, weil sie eben meinte, eine Vision gehabt zu haben, wo die sogenannte Mutter Gottes, die sogenannte Jungfrau Maria, der heiligen, sogenannten heiligen römischen katholischen Kirche, ihr gesagt hätte, dass man mit den Stigmata die Menschen inokulieren muss, also den Menschen dieses Pockengift eingeben muss. Und deswegen hat man das eben auf 5 verschiedenen Stellen geladen, nämlich auf den bekannten Stigmata 2-mal in den Händen und 2-mal in den Füßen und da oben drauf dann noch auf dem Kopf, weil es eben, Jesus hat zwar keine Wunde oder irgendwas am Kopf aufgelaufen, also jedenfalls nicht, dass irgendwie überliefert wäre, aber erstens sind es dann die schönen satanischen 5, die wir wieder mal haben. Wenn man sich das jetzt vorstellt, ausgestreckte Arme, ausgestreckte Beine und dann oben in der Mitte noch eins, dann ist das auch wieder ein Pentagramm, ein schöner satanischer Stern. Und natürlich ist das deswegen auch ganz wichtig, weil eben man damit das Kreuzzeichen sozusagen machen kann, mit diesen Stigmata, wenn man eben dieses 5. dazu nimmt. Das soweit die Erklärung von diesem alten Weib aus Thessalien, wie der Herr Eutmann schreibt. Und ich möchte heute gern den nächsten Teil davon lesen. Und deswegen setzen wir uns mal jetzt hin. Das ist übrigens live, mehr oder weniger. Also heute ist der 24. Januar, Montag nachmittags und heute Abend kommt das Video dann raus. Und wollen wir dann mal lesen. Da ist das hier, heißt es, die Wunder von Marpingen und die Wundererscheinungen der Impfmutter Gottes. Nun, bevor wir uns jetzt damit beschäftigen, habe ich mal eben was vorbereitet, weil ihr seht hier, Maria Vision von Marpingen ist hier so leicht blau. Ich habe es nämlich kopiert, weil mir sagt das nichts. Und ich habe das Buch Eine für alle, alle für eine ja damals gelesen, das Bruder Maximilian für uns übersetzt hat. Ein Buch, das wir übrigens wahrscheinlich nie in einer vernünftigen Form als Buch veröffentlichen werden können, weil von dem Max höre ich nichts mehr. Und ich muss mal sehen, ob ich meine Teile irgendwie zusammengeklebt kriege und das vielleicht doch noch irgendwie machen kann. Aber ansonsten in diesem Buch Eine für alle, alle für eine Himmelskönigin haben wir die Maria-Vision von Marpingen, glaube ich, nie besprochen. Mir sagt es jedenfalls nichts und deswegen habe ich es mal auf Wikipedia nachgeschaut. Da sehen wir hier natürlich ein lichtreicher Rosenkranz, herzhafter oder was weiß ich, Rosenkranz, was hier steht. Ein Maria-Bild mit dem Jesus-Kindchen natürlich wieder drauf, weil Jesus wird in der römisch-katholischen Kirche ja nie als erwachsener, mächtiger Mann dargestellt, der er ist, der er war. Und dann mit einem Kreuz hier, ja, das überlasse ich dann euch, das alles zu interpretieren. In dem Wikipedia-Artikel über die Marienerscheinung in Marpingen, das fand also statt 1876, 1877, das war also kurz bevor dieses Buch geschrieben wurde. Und da steht also hier, bei der Marienerscheinung in Marpingen handelt es sich um Berichte der 3 achtjährigen Mädchen, Katharina Hubertus, Susanna Leist und Margareta Kunz. Ihnen sei im Hertelwald des heute saarländischen Dorfes Marpingen mehrfach die Jungfrau Maria erschienen.
Die erste Erscheinung wollten die Mädchen am 3. Juli 1876, die letzte am 3. September 1877 gehabt haben. Also ein Jahr und knapp 3 Monate hat das gedauert, dieser Spuk. Und was man da jetzt alles drüber sagen könnte, das habe ich in eine für alle für eine mehr als genug getan. Wenn man sich die Parallelen anschaut zu der Marienerscheinung in Fatima Anfang des 20. Jahrhunderts, also das war dann ja ungefähr 40 Jahre nach dieser Erscheinung hier, das war ja glaube ich 1917, 1877 ist ja 40 Jahre später. Da waren es ja auch 3 Kinder, ne? Komischerweise immer Kinder. Ich glaube, 2 Mädchen und 1 Junge waren es in der Zeit. Hier sind es 3 Mädchen. Also da könnt ihr euch die Lesungen zu anschauen und dann könnt ihr die Kommentare, die Max, ich glaube Michael war da auch noch mit bei und ich da drauf gegeben haben, die könnt ihr dann hier einkleben. Das gilt hier genauso. Ich gebe euch den Link von Wikipedia hiervon mit. Ich hatte das bei mir hier auf dem Computer gesucht. Ich habe erst über Marping gar nichts gefunden und dann habe ich das hier gefunden. Und wir wissen ja, was die Botschaft der sogenannten Mutter Gottes in Fatima war. Was die Botschaft hier war, habe ich jetzt nicht gelesen, ist im Grunde auch nicht so wichtig. Es ist immer ein und dieselbe teuflische Botschaft sowieso, die dahinter steckt, weil das ist nicht die Jungfrau Maria, weil die liegt in ihrem Grab und wartet auf die Auferstehung und wird dann, wie alle anderen Gerechten in Jesus Christus, aufwachen. Und bis dahin sagt sie nichts und denkt sie nichts und tut sie nichts. So einfach ist das. Aber in der römisch-katholischen Kirche ist das ja leider alles anders. Also, das könnt ihr dann gerne durchlesen. Ich mache den Link in die Beschreibungsbox des Videos mit rein. Auch nochmal kurz eine kleine Reklame in eigener Sache. Meine Webseite ist immer noch erreichbar. Sie wird demnächst sogar ganz fertiggestellt mit diesem tollen Intro, wo der Sven noch dran arbeitet und ich habe gesehen, das ist also eine ganz tolle Webseite, die in 2 Sprachen, erstmal Deutsch und Englisch, vorgestellt wird. Und ich freue mich über jeden Besuch, freue mich über jeden Eintrag ins Gästebuch, wo ihr was hinterlassen könnt. Freue mich darüber, wenn ihr die Videos anschaut. Wir haben da auch einen Zähler, Kommentarfunktion, alles kommt dazu. Und meine Bücher, ich werde auch die ganzen Bücher über die Inquisition, die werde ich mir mal bündeln. Werde das mit Gerald nochmal besprechen, dass er mir zur Not sagt, die und die und die, die ganzen Links schickt und dann werde ich die alle hochladen hier und werde unter den Büchern dann noch einen extra Tab machen, also einen extra Bereich, wo es nur um medizinische Bücher geht, in Bezug natürlich auf Glauben. Ne? Das ist ja bei der Seite, glaube ich, ganz deutlich. Ja, ein wenig Reklame für meine eigene Webseite wir eben machen, dass ihr wisst, dass ihr mich darüber immer erreichen könnt. Übrigens hier unten gibt es eine Sache wie Kontakt. Guck mal hier zum Beispiel Kontakt. Wenn ihr das anklickt, dann gebt ihr Name, Adresse und Nachricht ein. Und zum Spamschutz müsst ihr hier ein kleines bisschen ganz hohe Mathematik machen, bevor ihr das absenden könnt. Und dann könnt ihr mich auf die Art und Weise auch erreichen. Also Leute, die mich immer fragen, wie kann man dich denn erreichen, welche E-Mail. Jetzt habe ich eine Webseite und über die Webseite kann man mich erreichen. So, Schluck Kaffee eben zwischendurch, sonst wird er kalt. Das mit den Marienerscheinungen mit der Webseite wollte ich euch eben nochmal mitgeteilt haben. Und jetzt gehen wir in die Lesung der Impfquisition. Die Wunder von Marpingen und die Wundererscheinungen der Impfmuttergottes. Es sei mir gestattet, sagt hier der Autor Heinrich Eutmann, bei dem historischen Mythos der sogenannten heiligen Jungfrau mit der Impfnadel, welchem gerade das protestantische Norddeutschland in der Gesetzgebung so hohen Respekt bezeigt, ein wenig stehen zu bleiben. Da habe ich gleich gesagt von, oh, da muss ich mal was bemerken. Das protestantische Norddeutschland hat in der Gesetzgebung der Impfnadel hohen Respekt gezeigt. Fast nur norddeutsche protestantische Mitglieder des Reichstags waren es, die für das Impfgesetz gestimmt haben. Aus dem katholischen Zentrum erhielt dieses Gesetz keine Stimme. Das ist ja komisch, ne? Da stelle ich mir doch mal die Frage, was für Protestanten waren das denn? Ja? Wie gehirngewaschen waren die denn damals schon? Dass ausgerechnet die Protestanten das Impfen unterstützen, das Reichsimpfgesetz, das ist ein Pflichtgesetz, Zwangsgesetz war, weil es wurde ja mit Zwang belegt, es wurde mit Geldbußen und Gefängnisstrafen belegt, wenn man sich nicht impfen hat lassen oder seine Kinder nicht zum Impfen geschickt hat. Und das sind ausgerechnet Protestanten, die dahinter stecken. Also ich muss die Information so nehmen, wie sie hier steht. Ich kann es selbst nicht nachforschen oder
habe kein Interesse dabei, mir irgendwelche Abstimmungen von 1874, 1875 im Deutschen Reichstag anzugucken. Ich nehme das jetzt mal dafür, dass der Autor hier keine unrechten Informationen durchschickt und finde es doch merkwürdig, dass fast nur norddeutsche protestantische Mitglieder des Reichstags waren, die für das Impfgesetz gestimmt haben. Ja? Also, es sei mir gestattet, bei dem historischen Mythos von der heiligen Jungfrau mit der Impfnadel, welchen gerade das protestantische Norddeutschland in der Gesetzgebung so hohen Respekt bezeigt, ein wenig stehen zu bleiben. Ich verglich vorhin die mysteriöse Stiftung der Impfung mit der Maria-Vision von Marpingen. Dieser Vergleich ist nicht zutreffend. Die Muttergotteserscheinungen von Marpingen spielten sich ab innerhalb einer Konfession, also auf einem Gebiete des Glaubens, ab auf welchem die Mystik vollberechtigt und eine gewisse Toleranz gegen die Mystik geboten ist, wogegen die angebliche Muttergotteserscheinung bei der Stiftung der Impfzeremonie im 17. Jahrhundert ein Gebiet betrat, welches jede Mystik ausschließt und daher schon von vornherein nur als ein frecher Betrug hätte angesehen werden sollen. Bei der Vision von Marpingen liegt für den Nichtgläubigen von keiner Seite ein Zwang zum Glauben, geschweige zum Handeln gegen bessere Überzeugung vor. Die Vision des heuchlerischen alten Weibs von Thessalien dagegen hatte in protestantischen Staaten Europas bis auf unsere Tage harten Glaubenszwang, ja, Gesetzeszwang zum öffentlichen Bekenntnisse dieses Wunderglaubens gegen bessere Überzeugung zur Folge. Das finde ich einen ziemlich hammerharten Satz. Bei der Vision von Marpingen liegt für den Nichtgläubigen von keiner Seite ein Zwang zum Glauben, geschweige zum Handeln gegen bessere Überzeugung vor. Die Vision des heuchlerischen alten Weibes dagegen, also die erzählt von der Vision, die sie von der Mutter Gottes bekommen hat, und die Leute zu inokulieren mit den Stigmata und auf die Art und Weise zu impfen gegen die Pocken, hatte in protestantischen Staaten Europas bis auf unsere Tage, wir wissen, das ist damals im 17. Jahrhundert passiert, und wir sprechen hier vom Ende des 19. Jahrhunderts, also gut 200 Jahre lang, harten Glaubenszwang, ja Gesetzeszwang zum öffentlichen Bekenntnisse dieses Wunderglaubens gegen bessere Überzeugung zur Folge. Weiter. Last but not least. In Marpingen handelt es sich bei den Nichtgläubigen im allerschlimmsten Fall nur um die heilsame Körperbewegung eines Bittganges und um den unschuldigen Genuss eines klaren, gesunden Quellwassers für die freiwillig an die Wunderscheinungen Glaubenden. In dem Wunder der Impfoffenbarung dagegen zwingt der moderne Staat jeden, ohne Unterschied der Konfession, des Standes oder der Bildung und des Geschlechts, füge ich hinzu, nicht allein seine Vernunft gefangen zu geben vor dem Impfmythos, sondern seine oder seiner Kinder Körpersäfte mit einem Tiergift schmutzigster Art unter Schädigung der Gesundheit durchgiften zu lassen. Und alles, weil vor circa 200 Jahren die, zwischen Anführungszeichen, heilige Mutter Gottes, einer thessalischen alten Hexe, das Geheimnis der Impfung offenbart haben soll. Auf Basis von Aberglauben lasse ich mich nicht medizinisch behandeln. Die tiefe Einnistung des Aberglaubens an die Schutzwunde der Pockenstigmatisation im Volk. Jüngst um die Zeit, als ich in Würzburg in der Universitätsbibliothek meine Quellenforschung über die Heilmystik und speziell über die Pocken- und Impfmystik fortsetzte und bezügliche alte Geschichtsbücher mir ins Hotel heimschleppte, geriet ich eines Tages an der Mittagstafel im Kronprinzhotel mit meinem Tischnachbarn in ein Gespräch über die vom Volke doch statistisch nachgewiesenen 100.000-fachen Schutzwirkungen des Wassers des Würzburger St. Kiliansbrunnens. Man tadelte es, dass der Staat nicht schon längst mit einem Zwangsgesetz gegen diese epidemische Betätigung eines offenbaren Volksaberglaubens eingeschritten wäre und verlangte nichts weniger als eine gewaltsame Unterdrückung dieses an sich harmlosen Kults der heiligen Quelle in der St. Kiliansgruft. Auf meinen Einwand, dass es sich für Andersgläubige zieme, Toleranz zu üben gegen ein derartiges Wundervertrauen des Volkes, wenigstens solange der wunderwirkende Gegenstand keine schlimmen leiblichen Nebenfolgen habe, ein Unterschied mit den Impfungen, das hat nämlich schlimme leibliche Nebenfolgen, und die Priester das Volk nicht durch Androhung von Strafen zur Betätigung dieses Glaubens an die Schutzwirkung des St. Katharinenwassers, sind Kilians, Entschuldigung, St. Kilianwassers zwängen, und, was die Hauptsache,
Solange wir Ankläger selbst uns von wirklichem Aberglauben und Humbug und zwar noch dazu unter arg erschwerenden Umständen nicht frei fühlten, als ich in diesem Sinne den berühmten fränkischen Ortsheiligen St. Kilian und die allgepriesene Wunderwirkung der St. Kiliansquelle in Heilung und Massenverhütung gar vieler Verbrechen des Leibes, namentlich der Augen, energischen Schutz nahm und die St. Kilians Heilstatistik anführte, da brach gegen mich, ob meiner Toleranz, gegen den Köhlerglauben, eine Flut von Einwürfen los, wie ich sie in ähnlicher Heftigkeit nur einmal, und zwar auf dem Delegiertentage der Deutschen Ärztevereinigung zu Düsseldorf im Jahre 1876, als ich gegen den Impfzwangglauben meine Stimme erhob, gegen mich hatte lostoben gehört. Was ist der Köhlerglauben? Ganz kurz. Es bedeutete ursprünglich den unbedingten Glauben an die Kirche. Ja, der Köhlerglaube bezeichnet einen auf die Aussage anderer beruhenden, unbedingten oder blinden Glauben. Also weil jemand anders dir etwas sagt, glaubst du das blind. Das ist ungefähr so, wie es in der Ausbildung der Jesuiten gefordert wird. Angeblich rührt die Bezeichnung davon her, dass ein Köhler einem Theologen auf die Frage, was er glaube, antwortete, was die Kirche glaubt. Und auf die weitere Frage, was denn die Kirche glaube, zur Antwort gab, was ich glaube. Also, ich glaube, was die Kirche glaubt, und die Kirche glaubt, was ich glaube. Das ist eine Antwort, wo man wirklich nicht viel dazwischen bekommt, weil die Dummheit strotzt so zum Himmel. Nur weil die Kirche sagt, das musst du glauben, glaubt er das. Weil man keinen fundierten Glauben hat. In der Bibel zumindest, meine lieben Brüder und Schwestern, gibt es ja noch fundierten Glauben. Ja? Weil es gibt ja viele Leute, die bezeugen, dass die Dinge aus der Bibel wahr sind. Viele Propheten haben viele Dinge vorhergesagt. Ja? Als Beispiel im dritten Buch, im dritten Kapitel des ersten Buches Mose, also im Genesis, im dritten Kapitel, da wird Jesus Christus bereits angekündigt, der dann später in verschiedenen anderen Büchern angekündigt wird, unter anderem natürlich in Daniel, das ist eine der wichtigsten, aber auch in den Psalmen und auch in Jesaja und in anderen Büchern und anderen Propheten wird Jesus Christus angekündigt. Das ganze Neue Testament ist die Erfüllung seiner Ankündigung oder besser gesagt seiner Ankunft, nachdem er angekündigt wurde. Und von daher hat man einen fundierten Glauben, weil es eben auch verschiedene Zeugen gibt, genau wie die Bibel sagt. Alles muss vor zwei oder drei Zeugen getestet werden. Und hier sagt er auf die Frage, was er denn glaube, ich glaube, was die Kirche glaubt. Und was glaubt denn die Kirche? Ja, dasselbe, was ich glaube. Also, das ist da purer Autoritätsglauben, wenn ihr mich fragt. Ohne irgendwelche Fragen zu stellen, ohne irgendwelche Nachforschungen anzustellen, über was glaubt denn die Kirche, wenn ich sage, die Kirche glaubt, was ich glaube. Das kriegt man von vielen Leuten gehört, die heutzutage ungläubig sind und denen man eben manchmal eben auch so die Frage stellt und die dann mit solchen Dingen kommen, ja, aber die Kirche sagt ja dies und die Kirche sagt ja das. Also nach dem Motto, die glauben das, weil die Kirche das sagt. Nicht, weil sie es nachgeforscht haben, nicht, weil es im Wort Gottes geschrieben steht, nicht, weil es vielleicht logisch ist, auch mal Dinge nachzufragen. Gott will ja nicht anders, als dass wir hinterfragen. Ja? Die Antwort, die er uns gibt, ist immer dieselbe. Deswegen können wir so viel hinterfragen, wie wir wollen. Gottes Botschaft ist unveränderlich. Die der Kirche, behauptet sie auch, ist auch unveränderlich. Das Problem ist nur, die Botschaft Gottes ist die Wahrheit und die Botschaft der Kirche hier auf dieser Erde ist die Unwahrheit. Ja? Also, ich will mich da jetzt gar nicht zu sehr dran hochziehen, aber der Köhlerglaube ist halt, ich glaube, was die Kirche glaubt und die Kirche glaubt, was ich glaube. Absoluter Stumpfsinn, solche Sachen zu behaupten. Und hier wird dem Autor halt der Köhlerglaube vor, oder er wirft im Grunde den anderen hier Köhlerglauben vor. Er hätte Toleranz gegen den Köhlerglauben. Und dann gibt es eine Flut von Einwürfen, wie er sie in ähnlicher Heftigkeit nur beim Delegiertentage der Deutschen Ärztevereinigung zu Düsseldorf 1876, als er gegen den Impfzwangglauben seine Stimme erhob, lostoben gehört.
weil alle diejenigen, die gegen ihn angefangen haben zu toben, Köhlerglauben praktizieren. So, kurz, meine Toleranz gegen den fakultativen Volkswunderglauben der Würzburger an das St. Kilianswasser kam mir in der Gesellschaft meiner aufgeklärten Tischgenossen teuer zu stehen. Ich wurde auf einige Minuten für einen der so viel verschrienen Dunkelmänner gehalten. Was meint er jetzt hier genau mit Dunkelmännern? Kann ich jetzt auch nicht sagen. Ich würde mal vielleicht Ketzer darunter verstehen. Wobei Dunkelmänner der erste Gedanke von mir eigentlich geht für einen Jesuiten. Aber das kann man ja nicht, weil er sagt ja, wenn es nicht weh tut, dann, wenn es nichts bringt und es tut nicht weh, dann kann man die Leute das ja ruhig machen lassen, also an diese Quelle gehen lassen, dann können die Leute ja ruhig von der Quelle gebrauchen. Er hatte halt eine Toleranz gegenüber dem Gebrauch davon und da wird eben sehr stark gegen angegangen hier. Als ich nun gar die Bibelstelle anführte, wer von euch frei von derselben Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie. Das heißt, die frommen St. Kilianspilger, welche an die Schutzkraft des Wunderwassers freiwillig glauben, freiwillig, das ist ein ganz wichtiges Wort, und sich dieses bewährten Schutzmittels innerlich und äußerlich bedienen, also das Wasser trinken oder sich damit waschen, da mochten meine aufgeklärten Herren Tischgenossen diese meine Bemerkungen für eine nichtssagende Neckerei halten, denn sie ließen das Thema über den wundertätigen Würzburger Heiligen fallen, also in St. Kilian, und sprachen nunmehr über den skandalösen Wunderschwindel im polnischen Wissek, welcher eben Anfangs September 1879 und zwar durch einen glücklichen Zufall in einer Spalte mit dem Impfunglück der 62 Impflinge des Dorfes Bralitz, dieser Opfer des Impfwunderschwindels durch die Zeitungen lief. Ich ließ die Herren tapfer schimpfen über die Muttergotteserscheinung von Wissek und den daran sich knüpfenden Heilschwindel. Hörte ich auch die Belobungen des Herrn Landrates und der 32 Gendarmen für ihren Eifer im Unterdrücken dieses polnischen Volksaberglaubens ohne Zwischenbemerkung mit an. Erst nach zwei Schüsseln Gesprächspause warf ich wie zufällig leichthin die Frage auf, kann einer der Herren mir vielleicht Auskunft geben, ob es hier in dem mit medizinischen Professoren gesegneten Würzburg Gelegenheit gibt, Kinder mit Kuhpockenlymphe impfen zu lassen? Gibt es in diesem mit Professoren gesegneten Würzburg Gelegenheit, Kinder mit Kuhpockenlymphe impfen zu lassen? Meine Frage wurde allseitig bejaht. Und ich hatte die Genugtuung, aus dem Munde eines der St. Kilians-Stürmer das Geständnis zu hören, dass er sogar seine beiden Kinder erst kürzlich mit vorzüglicher Kuhpockenlymphe mit Erfolg habe impfen lassen. Auf meine Frage, ob er denn wirklich an die Schutzhilfe des Betrügers Jenner, dieses sonderbaren Impfheiligen glaube und sich dieser Sorte von Aberglaubenden gar nicht schäme, bekam ich die Antwort, dass er in diesen Dingen den Worten seines Hausarztes blindlings Glauben schenke, das ist wieder Köhlerglauben, und dieser habe ihm versichert, ungeimpfte Kinder seien eine beständige Seuchengefahr für sie selbst wie für eine ganze Stadt. Nehmen wir das Wort Kinder aus diesem Satz raus und wir sind genau da, was das Narrativ ist im Jahre 2021, 2022 und wahrscheinlich später auch noch, dass alle Ungeimpften eine ständige Seuchengefahr sind für alle anderen. Wobei mir die Logik absolut nicht aufgeht. Wenn eine Impfung dafür da ist, dafür zu sorgen, dass ich eine Krankheit nicht bekomme, dann muss ich doch keine Angst haben von jemandem, der vielleicht den Erreger hat oder der die Krankheit hat. Im Gegenteil, wenn ich geimpft bin, dann kann ich mich erst recht dem Kranken widmen, der Krankenpflege widmen. Weil ich bin ja geimpft, mir kann ja nichts überkommen. Das ist ja wie ein Schutzschild, den ich habe. So wird mir die Impfung zumindest verkauft. Dieser Mensch hier hat dem Oidmann versichert, dass er dem Worte seines Hausarztes blindlings Glauben schenkte, Köhlerglauben,
Und dieser Hausarzt habe ihm versichert, ungeimpfte Kinder seien eine beständige Seuchengefahr. Wieso können ungeimpfte Kinder oder ungeimpfte Menschen für Geimpfte eine Gefahr sein? Wenn Ungeimpfte eine Gefahr sind, dann ist ja die Impfung nicht erfolgreich. Zumindest sagt mir das meine Logik, wenn ich darüber nachdenke. Vielleicht habe ich ja auch einen Irrtum in meinem Denken hier drin und dann könnt ihr das ja gerne in die Kommentare reinschreiben. Dass mir es nunmehr zur besonderen Freude gereichte, der impforthodoxischen Tischgesellschaft die oben benannten Geschichtswerke vorlegen zu können und ihr aus denselben im buchstäblichen Sinne den Text, und zwar den lateinischen Urtext zu lesen, brauche ich kaum zu versichern. Aber sie haben Augen und sehen nicht, Ohren haben sie und hören nicht. Ein Ausspruch des Psalmisten, den ich in meinem 10-jährigen Impfkampfe nun schon zum 100. Mal bestätigt gefunden habe. Die Wunder der St. Kilians Heilquelle sollen Märchen sein. Und die Statistik ihrer Schutz- und Heilwirkung hatte in den Augen der gebildeten Herren keinen Wert. Und zwar nur, weil die Gewährsmänner dieser Wunder im modernen liberalen Staate die öffentliche Meinung nicht beherrschen. Dagegen fand der an Verrücktheit seinesgleichen suchende Satz, dass jeder Pockenseuchenausbruch einzig von einer, wenn auch nur supponierten, also angenommenen, vermuteten Anhäufung ungeimpfter Individuen verursacht werde und daher jeder ungeimpfte Säugling eine Gefährdung des öffentlichen Wohles in sich berge, bei den aufgeklärten Herren ungeteilten Glauben, ja, der staatliche Zwang zum öffentlichen Bekenntnis dieses Impfschutzglaubens hatte ihre volle Anerkennung. Und eine solche Nation wie die deutsche, die sich den Zwang zum Aberglauben selber aufgebürdet, sollte reif sein, sich von dem Gängelbande alter Vorurteile aus eigener Denkkraft loszusagen? Nimmermehr. Die deutsche Nation hat sich damals selber gezwungen, diesen Aberglauben anzunehmen. Und dann kommt man da auch nicht mehr von los. Das Impfen. Ein alter Priesterbetrug. Die vorstehenden Geschichtsvermerke aus der Würzburger Universitätsbibliothek bedürfen keines Kommentars. Sie klagen laut genug unsere Katheterheilkunde des Befangenseins im Köhlerglauben an. Dr. Draut führt daher mit Recht in seiner Geschichte der Pockenimpfung die Impferei auf eine unverschämte Priestergaukelei, auf den alten Brahminenkultus zurück. Brahma, Brahminenkursus, da haben wir auch drüber gesprochen, von Babylon nach Rom, damals mit Alexander Hislop, ist schon Jahre her, aber erinnert euch das mal, das kommt ja aus Indien und ursprünglich natürlich aus Babylon. Die Impfgeschichte, so sagt er, fängt im Priestertum an. Also mit anderen Worten, das, was uns heute als Medizin verkauft wird, hat eigentlich einen Glaubenshintergrund, einen Religionshintergrund und dann noch den Hintergrund einer Religion, der nicht auf der Bibel basiert. Also mit anderen Worten ist die ganze Impferei, um das jetzt mal ganz kurz auf den Nenner zu bringen, ist die ganze Impferei antibiblisch, gegenbiblisch, gegen die Lehre der Bibel. Sie kommt dann auch noch von Medizinmännern, die eigentlich nichts anderes sind als verkleidete Priester. Oder Priester, die sich verkleiden als Medizinmänner, um es mal so zum Ausdruck zu bringen. Da hat es seinen Ursprung. Das eine kann nicht ohne das andere. Die, was wir heutzutage als Medizin bezeichnen, kann gar nicht existieren ohne das Priestertum. Schaut, das Priestertum sorgt ja dafür, dass die Menschen nach Möglichkeit, sage ich jetzt mal, in den Himmel kommen. Das ist ja eigentlich die ursprüngliche Aufgabe. Zu den Priestern geht man ja hin, wenn man seine Probleme hat. Ja? Deswegen beichten ja so viele irgendwelchen Priestern. Aber man geht ja auch zum Priester, wenn man körperliche Gebrechen hat. Jesus Christus hat ja auch körperliche Gebrechen geheilt.
Jesus Christus war ja wohl ein Priester. Ja? Lest mal das Buch Hebräer. Er ist unser Hohepriester. Zu ihm gehe ich, wenn ich Gebrechen habe. Natürlich habe ich Gebrechen, weil ich ein Sünder bin. Und viele Menschen, oder wie soll ich das jetzt genau ausdrücken, für viele Menschen ist Jesus nicht zugänglich und dann suchen sie sich einen Ersatz hier auf dieser Welt. Deswegen nennt die römisch-katholische Kirche den Papst ja auch den Stellvertreter Jesu Christi. Also gehe ich, wenn ich an Jesus Christus selbst nicht rankomme, dann gehe ich halt zu seinem Vertreter hier auf Erden. Und jeder Kardinal, jeder Bischof, jeder Priester in seiner Gemeinde ist ein Vertreter des Papstes. Ist also ein Vertreter Jesu Christi hier auf Erden. Zu dem gehe ich, wenn ich Probleme habe. Also kommt die Heilung, nicht nur die seelische Heilung, sondern auch hier damit zusammen die körperliche Heilung, aus dem Religionszusammenhang, aus der Kirche. Nun ist das aber nicht die Kirche Jesu Christi, sondern die Kirche des Antichristen. Statt Heilung gibt es Verdammnis. Und zwar einerseits mit der Seligkeit, also mit dem seelischen Leben auf ewig, weil ich ja nicht Jesus Christus annehme, sondern weil ich das annehme, was die römische Kirche predigt, im Köhlerglauben. Und deswegen bin ich seelisch verloren. Und weil ich aber erstmal körperlich mich hier besser fühlen will, gehe ich zu den Priestern, um mein körperliches Befinden zu bessern. Und genau diese Priester oder genau diese Medizinmänner, zu denen ich dann gehe, sind im Grunde ursprünglich Priester. Das ist genau das, was hier steht. Ja? Die Impfgeschichte fängt im Priestertum an. Dass unter den Indiern die Brahminen zuerst geimpft haben, bezeugt Sprengel in seinem Werk. Aus beiderseitigem Geschlechte hat es stets Menschen gegeben, die aus Gutmütigkeit und Nebenabsichten ihren Nebenmenschen, wenn sie krank waren, Rat erteilten. Es sind die Agyrten, das sind orientalische Bettelpriester im alten Griechenland, Wahrsager, Heiler und Beschwörer, von welchen ich spreche und die in der Geschichte der Impfung auch einen Platz finden müssen. Also man geht immer zu Leuten, die zum Beispiel, hier Zauberer, Beschwörer, das erinnert mich zum Beispiel an die Handaufleger und auf diejenigen, die also meinen, solche zum Beispiel Warzen besprechen und sowas gibt es doch, ne? Diesen ganzen Kram. Genau daran erinnert mich das, was das hier ist. Und die haben ja immer eben auch eine geistige Funktion, sicher die Brahminen damals im alten Indien. Und so sieht man den Zusammenhang zwischen Ärzteschaft auf der einen und Priestertum auf der anderen. Die Impfgeschichte fängt im Priestertum an. Die ganze Medizingeschichte fängt im Priestertum an. Die ganze Heilungsgeschichte fängt im Priestertum an. Und zwar aus dem einfachen Grunde, weil Jesus Christus der Priester ist, der uns auch wirklich heilen kann. Nur Jesus Christus kann uns von unseren menschlichen Sünden befreien, wenn wir ihn als Erlöser annehmen. Er ist der große Geneser. Aber nur er und nicht irgendwelche anderen, die ihr eigenes Ding machen. Und da geht's drum. Nur Jesus Christus kann heilen. Nur unser Gott, unser Vater im Himmel kann uns heilen. Ja? Durch Jesus Christus. Wenn wir unseren Vater durch Christus ansprechen. Ein Mensch kann uns nicht heilen. Aber das Priestertum hier auf dieser Erde meint ja, dass es den Gott im Himmel vertreten würde. Wobei Gott ganz klar sagt, dass er keinen menschlichen Vertreter hier auf dieser Erde hat. Der einzige menschliche Vertreter unseres Vaters im Himmel ist Jesus Christus und der ist im Augenblick selbst im Himmel. Also, ich finde den Punkt ganz wichtig, dass wir mal verstehen, dieser Satz, der hier gesagt wird, die Impfgeschichte, also das heißt, jetzt nehmen wir mal die Impfgeschichte raus, nehmen wir mal Impfen raus, sagen wir mal die Medizingeschichte. Die gesamte Medizingeschichte fängt im Priestertum an. Und das kann man zum Beispiel nachgucken, wenn man sich anschaut, wie die Brahminen die Menschen zuerst behandelt haben. Oder wie die Leute auch früher in Babylon die Priester Menschen behandelt haben, die mit Gebrechen zu ihnen kamen. Ja? Aus beiderseitigem Geschlechter, also Männer und Frauen, hat es stets Menschen gegeben, die aus Gutmütigkeit und Nebenabsichten ihren Nebenmenschen, wenn sie krank waren, Rat erteilten. Es sind die Agyrten, Bettelpriester, wandernde Zauberer, Heiler und Beschwörer.
Am bekanntesten die Mithra-Gürten, die im Dienste der großen Mutter Demeter oder Kybele eben standen. Ja? Demeter kennt ihr ja von heute noch, das ist ja diese Firma, die ein biologisches Siegel in Europa, ne? Das geht eben darauf zurück. Das ist alles diese griechischen Göttinnen und dann später römischen Göttinnen und sowas, das ist nichts weiter als die Himmelskönigin in einer anderen Erscheinung. Da geht das darauf zurück. Im Dienste der großen Mutter. Viele Leute stellen sich eben in deren Dienst, genauso wie sich viele Leute in den Dienst Gottes stellen oder meinen, sich in den Dienst Gottes zu stellen und deswegen in Kloster gehen und da dann irgendwelche Heilungen sich ausdenken und das dann unter die Menschen bringen. Ja? Also die ganze Medizingeschichte hat seinen Anfang im Priestertum. Und das heißt im Grunde nichts anderes, als dass Mediziner verkleidete Priester sind. So sollte man das verstehen, denke ich zumindest. So verstehe ich das. Auf Seite 13 in diesem Werk hier, Versuch einer pragmatischen Geschichte der Arzneiheilkunde, Begriff der Impfung. Die Pockenimpfung bezeichnet eine absichtliche Mitteilung des Pockengiftes zu dem Zwecke, damit durch die aufsaugenden Gefäße des Körpers das Gift aufgenommen und eine gleiche oder ähnliche, aber mildere Ausschlagskrankheit entweder örtlich oder allgemein hervorgebracht werde. Also mit anderen Worten, anstatt dass ich einen gesunden Menschen dem sogenannten Virus, ich sage das jetzt mal mit Absicht so, bloßstelle und dann den Virus seine Arbeit machen lasse, werde ich hier dafür absichtlich sorgen, dass er ganz sicher diesen Virus bekommt, nämlich durch die Inokulation oder die Impfung, dass die Gefäße seines Körpers genau dieses Gift aufnehmen, was sie anders vielleicht niemals tun würden und schon gar nicht auf die Art und Weise tun würden, weil wir müssen ja mal überlegen, wenn in der Impfung den Menschen Dinge gespritzt werden, also ich folge jetzt mal diesem offiziellen Ärzte-Narrativ, die sagen ja mit der Pockenimpfung, Masernimpfung, Polio, was weiß ich nicht, das sind alles Viren und jetzt wird den Menschen halt ein kleiner Teil dieser Viren gespritzt, um dafür zu sorgen, dass der Körper darauf reagiert und dann Antikörper herstellt und eben sie damit immun sind gegen Angriffe dieses Virus. Das ist ja kurz gesagt, die ganze Geschichte, die überhaupt hier die überhaupt hier dahinter steckt. Ne? Und das Problem ist doch, ich gehe jetzt mal eben auf den sogenannten Virus raus, den sie uns heute verkaufen wollen, dieser Coronavirus, der sagen sie ja, der überträgt sich über Tröpfchen. Also zum Beispiel übers Niesen, übers Spucken, über Speichel und solche ganzen Sachen. Dadurch überträgt er sich. Deswegen müssen wir diese Mundmasken tragen und sowas. Ne? Aber eingespritzt wird mir der Kram ins Blut. Das heißt, der Virus kommt doch gar nicht mit meinem Blut in Berührung, wenn er sozusagen über die Luft, über jetzt die Tröpfchen übertragen wird. Aber das, was sie mir einspritzen, das geht direkt in meine Blutbahn rein. Und das ist mit anderen Impfungen genau dasselbe. Mit der Pockenimpfung zum Beispiel auch. Ne, die Pockenviren wurden übertragen, also nehmt das bitte jetzt, ich kann nicht jedes Mal Anführungsstriche setzen, ne? Nehmt das jetzt bitte so, dass ich immer das zwischen Anführungsstrichen sage, dieser sogenannte Virus, ob das jetzt Pockenvirus ist oder Masernvirus oder was auch immer, der wird ja über die Luft übertragen. Anders kriege ich den ja gar nicht. Ich kriege den erst durchs Einatmen. Ja? Aber ich kriege den ja nicht direkt in mein Blut. Aber die Impfung geht direkt in das Blut hinein. Das hat auch eine ganz andere Wirkung. Deswegen gibt es auch so viele Nebenwirkungen damit bei. Es gibt ja auch viele Leute, die würden so ein, ich sag mal, Masernvirus jetzt einatmen oder was, und da passiert überhaupt nichts. Und andere, da passiert was. Abgesehen davon, dass es diesen Virus nicht gibt. Also es ist ein schwieriges Thema, um es den Leuten deutlich zu machen. Ich versuche nur zu sagen, es ist doch ein Unterschied, ob ich etwas über die Luft aufnehme oder ob ich etwas direkt in meine Blutumlaufbahn gespritzt bekomme. Da geht es doch im Grunde drum. Und hier
wird jetzt ganz deutlich gesagt auf Seite 12, die Pockenimpfung oder die Impfung, ne, lass das Wort Pocken mal weg, die Impfung bezeichnet eine absichtliche Mitteilung des Pockengiftes oder des Giftes zu dem Zwecke, damit durch die aufsaugenden Gefäße des Körpers das Gift aufgenommen und eine gleiche oder ähnliche, aber mildere Ausschlagskrankheit entweder örtlich oder allgemein hervorgebracht werde. Aber ich tue es gleich in meinen Körper hinein, anstatt außen. Und gerade meine Schleimhäute und solche ganzen Sachen halten ja schon das meiste zurück, dass mein Körper überhaupt nicht angegriffen wird mit solchen Sachen. Und dass das überhaupt gar nicht erst in die Blutbahn reinkommt, über die Lunge. Ne? Wenn also dann die Lunge diese Dinge aufnimmt und dann halt meinen Körper mit Sauerstoff versieht und dass auf die Art und Weise die Dinge in meine Blutbahn reinkommen. Das muss ja ganz andere Wege nehmen. Deswegen macht man hier diese Impfung direkt, man gibt direkt das Gift in den Körper. Das steht hier in diesem Buch der pragmatischen Geschichte der Arzneikunde mit drin. Das wird euch auch jeder Arzt heute bestätigen, dass man im Grunde immer die Krankheit selber in abgeschwächter Form durch die Impfung dem Körper direkt dem Körper gibt. Also mit anderen Worten, in der Impfung ist immer die Krankheit in abgeschwächter Form mit drin. Das ist genau der Punkt. Aber das geht direkt ins Blut. Dass das eine ganz andere Wirkung hat, als wenn das über die Luft aufgenommen wird, ist doch wohl logisch, oder? Und das ist doch auch ein Grund mit zu sagen, dass man eben diese Impfung nicht haben will. Die Pockenimpfung oder die Impfung, ich lasse das Wort Pocken jetzt mal weg, die Impfung bezeichnet eine absichtliche Mitteilung des Giftes zu dem Zwecke, damit durch die aufsaugenden Gefäße des Körpers das Gift aufgenommen und in eine gleiche oder ähnliche, aber mildere Ausschlagskrankheit entweder örtlich oder allgemein hervorgebracht werde. Wir haben verschiedene Impfmethoden. Wir haben die indische, arabische, chinesische, afrikanische und die griechische. Die indische, mit Pockenmaterie getränkte Baumwolle, wird auf wundgeriebene Hautstellen des Vorderarms gelegt. Man zieht auch mit dem Pockengift getränkte Fäden wie Haarseile durch die Haut. Es gibt die arabische Impfmethode. Dort bestreicht man eine Nadel mit Pockengift und sticht sie durch die Haut. Auf die Art und Weise werde ich aber mit dem Gift normalerweise gar nicht erst infiziert. Es gibt auch die chinesische Form, das sind feuchte Pockenschorfe, stopft man mit Ambra. Ambra oder Amber ist eine graue, wachsartige Substanz aus dem Verdauungstrakt von Pottwalen. Sie wurde früher bei der Parfümherstellung verwendet. Heute ist sie von synthetischen Substanzen weitgehend verdrängt und wird nur noch in wenigen teuren Parfüms verwendet. Also feuchte Pockenschorfe stopft man mit dieser Ambra den 3- bis 6-jährigen Kindern in die Nase. Das klingt gut und gesund, ne? Es gibt auch die afrikanische Impfmethode. In der Berberei, ne, Berber sind ja die Ziehvölker aus dem Norden in Afrika, ne, hauptsächlich Hirtenvölker, und die auch bekannt sind von ihren Teppichen, Berberteppich zum Beispiel. In der Berberei machte man zwischen dem Daumen und Zeigefinger auf der Rückenfläche der Hand seichte Einschnitte, die mit Pockenmaterie bestrichen wurde. Die griechische Impfmethode ist, Kreuzschnitte wurden auf die Stirn, Wange, Kinn, Arme und Füße gemacht, das Pockengift eingerieben und Nussschalen auf die Impfstellen gelegt. Das ist halt die Stigmatisierung. Ne? Stirn, Wange, Kinn, ne? Dann habe ich schon mal 4 Punkte im Gesicht und dann noch daneben die Arme und die Füße. In Südwales und Schottland rieb man die Haut mit dem Messerrücken fast wund und dann rieb man den Impfstoff ein. Wir sehen, die Impferei war hunderte Jahre früher schon, als Jenner sich mit seiner neuen Spielart der Kuhpockenimpfung einmischte, eines der unsaubersten Gaukeleigeschäfte, mit denen die zum Aberglauben stets geneigte Welt jemals betrogen worden ist. Ein Brahminenpriester-Humbug der gemeinsten Art. Nur den Autoritäten der neueren
Heil, zwischen Anführungszeichen, Wissenschaft, war es vorbehalten, diese Betrügerei mit dem Nimbus des Zwangs zu umkleiden. Ich schließe meine Anklage gegen unsere Impfmystiker mit folgenden Sätzen des Philosophen Dr. E. Düring aus seinem Werk Logik und Wissenschaftstheorie, Seite 329. Zitat: Aus diesem Grund bleibt es dabei, dass die Medizin wesentlich zu den Künsten gehört, die sich mit den missliebigen Einbrüchen in das menschliche Gesundheitsschicksal, zum Beispiel Pockeneinbruch von 1870-71, mit oder ohne Aberglauben befassen. Aus diesem Grunde bleibt es dabei, dass die Medizin wesentlich zu den Künsten gehört, eine Kunst, ja, Art, ja, die sich mit missliebigen Einbrüchen in das menschliche Gesundheitsschicksal mit oder ohne Aberglauben befassen. Die Medizin hat ihren alten Priestercharakter wohl unter allen auf Wissenschaft Anspruch machenden Hantierungen und Lehren am wenigsten abgelegt und ist noch immer am meisten vollgepfropft, wenn auch nur seltener von unmittelbarem religiösen, so doch umso mehr von sonstigem gelehrten und ungelehrten Aberglauben. Ihr naturwissenschaftlicher Gehalt hat diese Spukgeister bisher noch nicht gehörig fernzuhalten vermocht. Aberglauben nenne ich diese Dinge. Und Aberglauben heißt Gegenglauben. Dass Menschen irgendwelche derartige Krankheiten durch Inokulierung, Impfung heilen können, ist purer Aberglaube. Ist auch nicht bewiesen. Im Gegenteil, das Gegenteil ist bewiesen. Das versteht man sehr gut, wenn man das Buch Viruswahn liest von Dr. Med Könlein. Und da werde ich in der nächsten Zeit mich damit beschäftigen. Sobald meine Webseite fertig ist, werde ich da die Videos über die bereits genannten Themen dort veröffentlichen. Das Buch Medizinmystik haben wir jetzt zu Ende. Wir werden noch ein paar Ausschnitte uns anschauen später aus dem Impfspiegel, wo ich ja schon reingeschaut hatte. Und dann dieses Buch über das Sündenregister der Medizinheilkunde, ja, das Sündenregister der Jesuiten in der Hinsicht. Da werden wir nochmal reinschauen. Das wird in zukünftigen Videos passieren. Zumindest das über die Jesuiten und über die Pockenimpfung, das kann ich wohl hier auf YouTube veröffentlichen. Und der Rest wird auf meiner Webseite oder BitChute veröffentlicht. Das Buch von dem Oidtmann war sehr, sehr wichtig, allein schon in der Hinsicht, um zu verstehen, dass das Ganze, was wir heute aus der medizinischen Welt präsentiert bekommen, im Grunde auf Priestertum zurückgeht. Und zwar nicht auf biblisches, israelisches Priestertum, so wie Gott es im dritten Buch Mose, Levitikus, gefordert hat und sogar vorschreibt, ja, sondern Priestertum, das aus Babylon kommt, das den Menschen und die Schöpfung verehrt, anstatt den Schöpfer, das die Lehre des Menschen vorstellt, woraus solche Dinge wie der Köhlerglauben entstehen und das mit allen Folgen, die wir hier gelesen haben, die wir noch lesen werden und mit allen Folgen, mit denen wir auch heute in der Welt konfrontiert sind. Ich meine, wir haben den Köhlerglauben gerade eben besprochen. Ich meine, wenn wir rausgehen und wir sprechen mal ein paar Leute an, dann sehen wir doch, dass die alle von dem sogenannten Köhlerglauben befallen sind. Und deswegen glauben sie auch, dass diejenigen, die nicht geimpft sind, eine Gefahr sind für diejenigen, die geimpft sind. Also ich schütze mich, mit irgendwelches Gift in mich reinzuspritzen, aber dann sind diejenigen, die sich nicht gespritzt haben oder nicht gespritzt wurden, die sind gefährlich für mich. Eine Logik, die sich mir absolut nicht erklärt. Eine Logik, die auch keine Logik ist. Es ist die Logik des Antichristen. Und die Lüge macht niemals Sinn. Die Wahrheit macht Sinn. Und um die Wahrheit zu lesen, ja, müssen wir eben auch ab und zu neben solchen Büchern mal die Bibel lesen. Deswegen sage ich danke fürs Zuhören, danke fürs Zuschauen, teilt diese Videos, freut euch auf den nächsten Teil und dann werden wir weiterlesen oder weitermachen in dieser ganzen Geschichte, die heute ausdreht auf die Impfquisition. Inquisition mit einem abgeänderten Wort. Wollt ihr euch davor schützen?
Da müsst ihr nicht mit irgendeiner Nadel euren Körper traktieren, sondern da müsst ihr eure Gehirne traktieren mit dem Lesen der Bibel. Das führt zur Erlösung. Dass man Jesus Christus kennenlernt, bezeugen lernt, Jesus Christus liebt und Jesus Christus, der für uns gestorben ist, annimmt als seinen Erlöser und dass man daher das Gratisgeschenk der Gnade Gottes annimmt fürs ewige Leben und begreift, dass das Leben hier auf dieser Welt nur durch menschliches Priestertum künstlich verlängert oder zwischen Anführungszeichen geheilt werden kann. Heilen können die im Endeffekt gar nichts. Heilen, uns heilen, kann nur das Wort Gottes. Und deswegen lest eure Bibel. Maranatha. O allmächtiger Herr und Gott, wie gar lieblich sind dein Gebot, über alles Gold so reine. Du wirst geehrt alleine in deiner heiligen Gemeinde. Dein Wille ist uns offenbar, die Wahrheit leuchtet hell und klar in allen Kreaturen. Gott hat uns auserkoren, dazu noch neu geboren. Der Himmel und das Firmament uns zeigen die Werke seiner Hand. Wie groß ist seine Ehre im Land und auf dem Meere. Das wollen die Werke uns lehren. Die Werke Gottes sind überall, auf hohem Berg, im tiefen Tal, auch in den ebenen Feldern, die Vögel in den Wäldern tun uns die Wahrheit melden. Ein jedes Werk preist unseren Gott, weil er's so gut erschaffen hat. Der Mensch tut's aber zerbrechen, der Wahrheit widersprechen. Gott wird es an ihm rächen. Die Werke Gottes sind wunderbar, in rechter Ordnung immer da. Die soll der Mensch erfahren, Gott will's uns offenbaren. Er soll sie auch bewahren. Darum hat Gott den Sohn gesandt, der uns die Wahrheit macht bekannt und auch den Weg zum Leben, damit wir danach streben. Sein Geist will er uns geben. Der öffnet uns die heilige Schrift, wo Gott sein Testament gesticht. In seinem Sohn, dem Reichen, will alle Welt erreichen. Mög niemand von ihm weichen. Den Tod er Geist, der ist das Unterfangen.
gestorben, von der Welt nicht verdorben. Dem Vater sei